Falls du Bock auf günstige und sichere FIFA 16 Coins hast, dann besuche unseren Partner golda.com und nutze den Promocode FUNNELFOOTY für einen kleinen Rabatt auf deine Bestellung. Danke! Yo, was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem weiteren FIFA-Video auf unserem Kanal. Ich muss schnell reden, weil das FIFA 17, der FIFA 17 Trailer beziehungsweise jetzt in-game rauskommt anscheinend. Und wir gucken mal. Ich habe extra die Konsole angelassen gehabt. Hab mich ein bisschen verspätet. Vor zwei Minuten müsste es eigentlich rausgekommen sein. Mal schauen, Alter. Interessiert mich wirklich, wie das Spiel wird. Ich hoffe mal, es wird wirklich besser als das jetzige. Weil FIFA 16 hat halt schon viele Fehler. Und das ist gerade extrem überlastet, weil jeder diesen Trailer sehen will. Sehr gute Entscheidung gewesen wieder mal, EA, dass du den Trailer über Spiel released und nicht YouTube oder so. Oh mein Gott. Das lässt schon auf einiges hoffen hier, Alter. So, ich habe jetzt das Spiel neu gestartet, weil einfach das nicht weitergeladen hat. Ich weiß nicht wieso. Mal schauen, ob wir den Trailer jetzt sehen können, endlich. Bin gespannt wie Schmidt Katz, Alter. EA twittert auch die ganze Zeit rum, dass der draußen ist. Aha, da ist er. Da ist er, da ist der Trailer. Ich mach mal mein Headset dran, weil ich hören will, was die labern. Der Trailer. So, ich hab mein Headset. Ich mach jetzt Fullscreen, damit wir ihn alle zusammen anschauen können. Genau. People say football never genau. Changes. So. Ich halt die Fresse. We see it differently. Dass Messi weg ist, eiskalt. Football has changed. Neue Engine, Frostbite Engine, eiskalt. Das ist die Engine von den Battlefields. Aha, am 12. Juni kommt anscheinend ein längerer Trailer. Das war nur ein kurzer Trailer. Aber wie ich schon vermutet habe, die Engine, die Ignite Engine, die jetzige Engine, die Ignite Engine, die ist ja schon seit FIFA 11 oder FIFA 10 drin. Das ist immer die gleiche Engine gewesen, nur dass sie geupdatet wurde, halt mit besserer Visualisierung, was weiß ich alles. Und dass die, zum Beispiel diese Crashes, dass die Spieler miteinander so immer gecrashed sind und so, das ist ja nur deswegen passiert, weil das einfach ein Fehler von dieser Engine war. Und jetzt benutzen die anscheinend die neue Battlefield Engine. Ich habe da unten auch noch was gesehen. Und die Battlefield, beziehungsweise nicht Battlefield, sondern Ding. Doch, Battlefront, genau. Die Battlefront meine ich. Die Star Wars Engine. Und das Star Wars Spiel sah ja ultimativ geil aus. Deswegen könnte uns das erste Mal wirklich ein gutes neues FIFA 17 begegnen, Alter. Ich will jedes Jahr, ich bin ganz ehrlich, jedes Jahr kommt da der kleine Fanboy in mir hoch und ich feiere das immer, die Trailer und so, und das Spiel ist immer dann shit. Die Demo ist sogar gut, aber das Spiel ist dann immer shit. Mein Bruder hat mir auch letztes Jahr schon gesagt, so, ja, freu dich nicht, das ist EA, denk dran, das ist EA, denk dran, das ist EA. Und er hatte am Ende dann doch recht, Alter. Und deswegen will ich jetzt den Hype für mich selbst jetzt nicht so weit hochpushen, aber mit der Frostbite Engine kann das echt was werden. Und anscheinend gibt's jetzt, wenn man vorbestellt oder so, irgendwelche Rabatte, man bekommt 40 Jumbo Premium Gold Packs 2 in der Woche, 20 Wochen lang, nicht mal, letztes Mal war es glaube ich 40 Wochen lang immer nur eins. Lone Player ist shit, man bekommt ein blaues Trikot und man bekommt wieder nur Lone Player. Lohnt sich eigentlich nicht wirklich, weil ich habe das auch mal die Deluxe Edition geholt und die Packs, die man da geschenkt bekommt, die sind einfach ultimativ schlecht. So, ich hatte nie was drin, Alter, und deswegen werde ich mir das nicht holen. Und ja, das war's eigentlich auch schon. Wie fandet ihr das Video und freut ihr euch auf FIFA 17? Haut mir Kommentare rein. Falls euch das Video gefallen hat, einen Daumen nach oben wäre nicht schlecht. Und wir sehen uns das nächste Mal. Peace out, Jungs, Alter.